Hallo No Man's Sky Freunde, hier ist David von Scouten. Ja, in diesem kleinen Video möchte ich euch ganz gerne zeigen, wie man in Sekundenschnelle Nanit farmen kann. Ich befinde mich noch auf meiner Basis hier. Gucken wir sie mal hier bei Nacht an. Nicht wahr? Und wer mich besuchen möchte auf meiner Basis, dem zeige ich ganz gerne mal links unten den Portalcode. Da müsst ihr nach der Hexbase suchen, also Hexbase sozusagen suchen, und dann könnt ihr mich besuchen im Multiplayer-Modus und mit mir kommunizieren. Gut, kommen wir mal zum Nanit. Wie ihr sehen könnt, habe ich schon hier in meinem Exo-Anzug jede Menge unkontrollierbaren Schimmel gefarmt, und den gibt es, das zeige ich euch auch. So, dann gehen wir mal zu meinem Portal. Da fliegen wir jetzt mal hin. Und zwar habe ich mir da auch eine kleine Basis in der Nähe gemacht. Das ist meine allererste Basis. Stargate nennen die sich. Da sind so ein paar kleine Lichtspielchen mit dabei. Und hier ist meine Hexbase, also meine Hexbasis. Das könnt ihr auch im Nexus, könnt ihr das sehen. Und hier gibt es Schimmelplanet. Da habe ich eine kleine Kontrollbasis eingebaut, damit ich in der Nähe von diesen Schimmelbasen bin. Die ganze Community hat da sämtlichste Gebäude aufgebaut. Da braucht man gar nicht lange suchen. Und dann hat man schon sehr viele Schimmelpilze. Oder besser gesagt, diese merkwürdigen Vorkommen, wie sie dann bezeichnet werden, können wir dann dort farmen. Gut, angekommen auf diesem Planeten. Loberli nennt er sich, D15. Hier ist dann mein Schiffchen. Und da hinten sehen wir auch schon was. Hier hat sich einer eine Basis gebaut. Da hinten hat sich einer eine Basis gebaut. Nanit Farm. Also jede Menge Basen hier. Schimmelsuche. Und hier, wo es Nightmare-Schimmel gibt, da fliegen wir hin, weil derjenige, der das gebaut hat, vielen lieben Dank an den, der hat da nämlich auch einen Speicherpunkt gesetzt. Beziehungsweise, Moment mal, wo war das? Gucken wir mal, hier muss es irgendwo in der Nähe sein. Genau, richtig. Der hat das richtig gut gemacht. Auch wenn man noch keinen... Na, wie heißt das Ding? Ach ja, hier, eine Raffinerie. Wenn man noch keine Raffinerie hat, also im Rucksack, dann kann man dort auch alles raffinieren. Landen wir da drauf. Gut, dann gehen wir mal hier rein ins Gebäude. Also es ist sehr vollgepackt. Er hat an alles gedacht für Leute, die noch nicht so gut ausgerüstet sind. Wir gehen hier rein, gehen dann als erstes nicht auf die Leiter, bitte. Ja, das hat er ein bisschen zu eng gebaut. Und zwar gehen als erstes hier rein. Hier ist, gibt das, das Speichersignal, und hier gibt es schon den Raum, wo ihr die ganzen merkwürdigen Vorkommen abbauen könnt. Das sind diese großen Kugeln. Und das Vorkommen hat ungefähr so eine Schimmelanzahl von 450 bis 600. Das kann völlig unterschiedlich sein. So, und dann gehen wir nochmal auf die letzte die letzten Kugeln. Und das müsste es eigentlich gewesen sein. Okidoki. Jetzt ist es so, dass diese Dinger ja nach einer Zeit wieder spawnen. Aber das dauert immer so ein bisschen. Da habe ich mehrere Versionen versucht zu machen. Ich werde das Ganze jetzt mal sicherheitshalber mal speichern. Ich habe nämlich mehrere Versuche gemacht, wie man die ganz schnell zum Spawnen bringt.
So, jetzt muss ich mich hier wieder ein bisschen umsehen. Aha, hier gibt es die ganzen Raffinerien. Er hat es wirklich gut gemeint, damit man das Ganze hier auch aufteilen kann. Aber ich lasse das grundsätzlich immer in meinem Rucksack raffinieren. So, aha, gut. Dann gehen wir hier hin und naja, machen wir hier halt nochmal. Werden den Platz mit unkontrollierbarem Schimmel füllen. Maximal gehen 9999 Einheiten. Das Ganze wird dann halt eben raffiniert in einem Verhältnis von 5 zu 1. Also 2000 Nanit werden wir dann hier hinkriegen. Ich habe hier schon 3203 im Speicher drin. Gut, es gibt mir verschiedene Möglichkeiten, das Ganze zu beschleunigen. Auf der einen Seite, ich möchte es euch jetzt hier in diesem Tutorial nicht zeigen. Ihr könnt hier an dieser Basis euer Exo-Fahrzeug rufen. Das heißt also, wenn ihr einen Minotaurus habt, den könnt ihr euch dann, ups, falsch, den könnt ihr euch dann herbeirufen. So, das wäre jetzt hier mein Minotaurus. Dann könnt ihr mit dem Minotaurus sofort, nachdem ihr diesen Schimmel gefarmt habt, 3 große Sprünge machen, irgendwo da hinten in die Ferne, und kommt mit 3 großen Sprüngen wieder hier zurück und geht rein. Normalerweise spiele ich in dieser Ansicht nie, aber wieso nicht? Ist auch mal was Neues für mich. Gucken wir mal, wo war das? Das müsste... Hier geht es wieder zum Schiff. Nein, ich habe mich jetzt wieder... Oh, diese Leiter, sorry, diese Ansicht ist mir ein bisschen... So, wir müssen nämlich hier rum, genau, richtig. So, und dann gucken wir nochmal rein. Es hat sich aber hier nichts gespawnt, wie schon gesagt. Normalerweise dauert das länger. Und deswegen sind wir ganz dankbar an denjenigen, der hier gleich ein Speichersignal aufgestellt hat. Und ab diesem Speichersignal, wenn ihr dann einmal gespeichert habt, einfach das Spiel nochmal neu laden, also Wiederherstellungspunkt laden. Und dann wartet ihr ein paar Sekunden. Er ruckelt. Ja. So, ich habe das Ganze ein bisschen beschleunigt. Es kommt natürlich auch darauf an, was im Hintergrund noch so läuft auf eurem Computer. Es dauert vielleicht mal so 6 bis 8 Sekunden, bis wieder was Neues eingeladen wird. Und da das Speichersignal hier so richtig schön in der Nähe von diesem Raum ist, wo die ganzen neu gespawnten, merkwürdigen Vorkommen liegen, können wir wieder sofort anfangen, hier unkontrollierbaren Schimmel zu farmen. Man kann natürlich auch die umliegenden Basen mit den anderen unkontrollierbaren Schimmeln kann man auch abklappern, aber das dauert dann halt eben ein bisschen. Aber die effizientere und die bessere, schnellere Lösung ist halt eben zu farmen, zu speichern, den Wiederherstellungspunkt wieder reinzuholen und dann weiter zu farmen. Nichts anderes. So, nachdem wir wieder ein paar Sekündchen gewartet haben, bei mir hat es ein bisschen länger gedauert, das gebe ich natürlich zu, aber auf jeden Fall seht ihr, hier gibt es wieder neue merkwürdige Vorkommen. So schnell geht das. Und im Hintergrund ist, glaube ich, auch meine Raffinerie wieder leer gelaufen. Die werden wir gleich mal wieder anschmeißen. Und das ist ja das Schöne, wenn man eine eigene Raffinerie im Rucksack hat. So, ansonsten war es das. Perfekt. Gut. Na. Na, wie schon gesagt, ich spiele nie in dieser 3-Third-Person-Perspektive. So, sicherheitshalber nochmal speichern. Weil ich möchte jetzt ganz gerne wieder zurück zu meiner Basis, um euch noch ein bisschen mehr zu zeigen. Und hier oben befindet sich das Portal. So, was sagt denn unsere Raffinerie?
Genau, die braucht nämlich noch unkontrollierbaren Schimmel. Den holen wir uns nochmal rein, damit wir den im Hintergrund weiterverarbeiten können. Haben wir irgendwo kleine Reste? Ja, hier. Und das Ganze starten wir wieder. Und gehen zurück zur Basis. Aber gleich haben wir sie hier unten, ist sie? Ja, das ist noch ein altes Bild, deswegen finde ich das nicht so schnell. Ja, hier ist schön Nacht. Und wie schon gesagt, wer mich besuchen kommen möchte, der kann das gerne tun. Ich werde jetzt wieder auf meine gewohnte Kameraansicht ändern. Ich mache das nämlich meistens immer aus der Egos-Perspektive. Ich habe nämlich auch angefangen, meine Basen quadratisch oder rechteckig zu bauen. Hab mir gedacht, warum eigentlich immer nur quadratisch oder rechteckig? Wir haben doch auch hier dreieckige Teils, also dreieckige Bauteile, die wir nehmen können. Ja, das sind hier so ein paar Pads. Wenn man da drauf steigt, dann kommt eine Überraschung. Also man kann auch interaktiv hier mitspielen. Dann habe ich hier meine Landeplattform modifiziert. Mit ein bisschen Geblinke, damit man aus der Ferne schon sehen kann, wo man landen kann. Diese grünen Ringe, die signalisieren auch automatische automatischen Landeanflug, wenn man dann halt eben die dementsprechende Taste drückt. Ja, und das ist hier so eine kleine Bar, die ich hier aufgebaut habe. Ne, hier so mit so einem kleinen Wok drauf, der da gerade schön am Dampfen ist. Dann hier eine kleine Essecke, wo man sich hier was zubereiten kann in einem Mehrstoffprozessor. Mal gucken. Oh, es wurde etwas abgeholt, weil einige Mitspieler auch ganz gerne hier auf meine Basis vorbeikommen und sich an meinen Gerichten laben. Wie zum Beispiel gedünstetes Gemüse, das machen wir mal. So, dele. So, und dann hier einen gepolsterten Stuhl. Kann man sich schön hinsetzen. Nicht wahr? Und was ich noch habe, was No Man's Sky, ach, ich habe hier noch so eine kleine Musikbox, die kann man hier einschalten. Natürlich irgend so eine Fantasiemusik raus. Und wo ich mich jetzt zum Schluss noch ein bisschen mit beschäftigt habe, sind die logischen Schaltungen, die man bei No Man's Sky machen kann. Und an dieser Stelle möchte ich nicht unerwähnt lassen, was es mit diesen Türen auf sich hat. Denn jeder kennt ja diese Türen, die offen sind, wenn gar kein Strom dran ist. Das mache ich jetzt mal hier. Dann bleibt die Tür ja immer auf, ne? Und sobald man hier Strom anschließt, dann geht die Tür ja zu, ne? Und man kann nichts machen. Aber mit diesem Taster und einer kleinen Schaltung, wie man das hier zum Ein- und Ausschalten kriegt, beziehungsweise wie man die Tür offen hält. Also die ist jetzt offen, drücke ich nochmal drauf, geht sie wieder zu. Da ist eine spezielle Logik dahinter. Deswegen heißt sie auch dieser kleine Kasten Logik. Und hier gibt es einen 5-Sekunden-Timer, den ich eingebaut habe. Für die gleiche Funktion. Hier geht die Tür auf. Und nach 5 Sekunden ungefähr geht sie automatisch wieder zu. Da ist es. Und auch hier werde ich mal ganz kurz zeigen, wie dort das Ganze aussieht. Und wer interessiert ist, oder wer es ganz gerne wissen möchte, wie sowas funktioniert, ja, dem zeige ich das gerne in einem weiteren Beitrag. So, die Tür ist wieder zu. Hier der kleine Teaser. Ich drücke drauf. Die Schaltung funktioniert so. Jetzt geht sie auf. Und gleich geht sie wieder zu. Tja. Das war das. Ich werde mich wieder von euch verabschieden. Und sage Tschüss. Euer David. Ich hoffe, ihr konntet in diesem kleinen Video ein bisschen was herausbringen. Macht's gut. Tschüss.